Wenn ich auf die Karte schaue, ist es immer noch FMX-Forschungsanlage über die. Ja, ich weiß es nicht. Wenn dir irgendwas einfällt, was wir machen können, sag, dann machen wir das. Ich habe nur echt keine Ahnung, was das Spiel jetzt gerade von mir will hier mit diesem komischen Ding. Mit dieser Basis. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Hier ist irgendwas. Hier ist was Blaues. Warte mal. Anhören. Hörst du das? Ja, mich bin zu weit weg. Eine Mission. Also ist wieder eine Nachricht von Soldaten, die irgendwo in der Nähe waren. Okay, ich glaube, hier haben wir alles. Jetzt das gelbe Häuschen. Geht's da rein? Nee, ne? Nee. Mal von vorne. Sieht zu aus. Ne, kommt man nicht rein. Aber hier ist ein LKW, hast du gesagt? Ah ja, gut. Da ist nichts drin. Ist noch eine Halle. Ich glaube, man muss da hoch. Wie hoch? Ich habe auch keine. Oh, hier ist eine große Waffenkiste. Oh, ich kann nicht langfahren. Im Regal, wenn du reinkommst. Gefunden? Ja. Sehr gut. Hilfe. Und da sind noch mehr Gegner. Hast du Hilfe? Ich hoffe nicht, aber ich schau mal. Ich habe eigentlich ja meinen Robo dabei, alles gut. Okay, ich kümmere mich um die Basis. Mega was. Na, ah, jetzt bückt er sich genau in dem Moment. Hä, hey, warum? Nice. So. Wahrscheinlich haben wir da, glaube ich, nichts tun bei dieser Basis. Nichts tun für die Basis? Ja, da gibt's, glaube ich, nichts. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte gedacht, wir können die genauso übernehmen wie die andere. Ist das nicht so, scheinbar. Mach noch ein Explosivbehälter hin. Und hoffe, dass das jetzt nix. Okay. Ja, dann ist da auch nichts. Ich bin auf jeden Fall komplett überfüllt. Ich muss nochmal zurückrennen. Oh, und hier kann ich ein Schloss knacken. Hier gibt es bestimmt wieder bunte Sachen, hör mal.
Wurde auch gar nichts. Cool. Ich gar nichts? Doch, hier etwas. Wow, dafür hat es sich jetzt nicht gelohnt, einen Dietrich zu verschwenden. Okay, gut, ja, dann gehen wir mal raus. Okay. Ich hab schon mal angefangen, die Jagd zu schießen. Ich überprüfe die auch gerade an. Ich hab die noch gar nicht gelootet. Der ist neu. So. Also, Leute machen das ganz schön gut. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Wir gehen in die richtige Richtung für FNEX Forschungsanlage. Und in die Richtung ist auch noch der Eingang. Nee, das ist gar nicht die Richtung, das ist die andere Richtung. Funkgerät, Schnellreisesache. Na gut, können wir ja eh nicht, wenn wir überlastet sind. Wollen wir einmal zurück zum Unterschlupf gehen und die Sachen recyceln? Ja. Gut, dann Richtung 1 wieder, ne? Genau. Weil da hinten ist ja gleich, glaube ich, in der Nähe noch ein Unterschlupf, oder? Nein. Da hinten. Nein, leider nicht. Ach, das ist ja nicht da. In die Richtung, hier. Wo du. Also du stehst ja jetzt. Ach, Flugplatz, ja. Ja, stimmt. Dass wir ganz zu 1 zurückkommen. Ja, also zu 1, ja. Das ist ein weiter Weg. Ja. Aber ich bin nicht überlastet, ich kann schnell Reise machen. Ja, mach ruhig. Dann kannst du schon mal aussortieren. Ich lauf mal gemütlich. Du bist gerade irgendwie an mir vorbeigeflogen. Du willst nicht wissen, dass das sehr seltsam aus. Dachte, jetzt müssen wir wie Schnellreise funktionieren. Das war ganz komisch. Du warst nur für so einen Augenblick da. Aber wir wollten auch gleich aufhören, ne? Das heißt, wenn wir jetzt zu 1 zurückgehen, können wir direkt beenden. Dann sortieren wir noch in Ruhe aus, ne? Ja. Ja, wir haben heute relativ viel erledigt, hör mal. Also ich meine an Viechern. Die Gruselmutter, Harley, das war... Wir sind eskaliert, oder? Ja. Was ist da passiert? Oh, ich höre noch einen großen Roboter irgendwo im Wald. Das ist der bestimmt von letztens. Okay. Aber ich habe keine Muni. Also ich muss weiter gemütlich laufen. Dann ignorieren wir den erstmal. Ja. Wenn ich mir Muni basteln könnte jetzt für den Granatenwerfer, aber habe ich jetzt nicht.
In dem Unterschlupf da, wo du jetzt bist, da ist ja nichts. Das ist auch so ein, oder? Müsste nach der Begleiter schauen. Also ich sehe deinen Begleiter seit dieser, also heute habe ich ihn nicht einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob du deinen Begleiter überhaupt noch hast. Ja, ich hab ihn. Versetze. Ich will den Begleiter kurz halt schauen. Was hat denn Ja, der da? jetzt sehe ich ihn. Gehört hier nicht. Jetzt steht's da. Okay, er Ich bedrängt will mich. verstehen. Ich will mir was anschauen. Ja. Okay, ich habe mir, glaube ich, umkonfiguriert. Ich habe jetzt auch diesen Raketen. Ja, ist doch gut, ne? Das Ey, habe ich jetzt genug Holz? Können wir jetzt Panzerung anfertigen? Weil wir sollten doch eine Panzerung machen, ne? ja, Oh, das wir haben kostet. bestimmt genug Standard Holz. Runner Panzerung. Guck mal, 50 Stahl kostet das. Alter Falter. Aber machen wir jetzt, weil das. Ist die Kiste. Wir sollten das ja machen und dann. Begleiter konfigurieren. Panzerung. Hä, ist bereits eine Panzerung montiert, wird sie zerstört und ersetzt. Aber ich habe hier, glaube ich, keine, lol. Anlegen. So. Ich habe es gemacht. Mission abgeschlossen. Aufbau einer Freundschaft. Von mir auch Mission abgeschlossen. Nice. Dann haben wir das ja jetzt mal geschwuppt, hör mal. So, und wo ist jetzt? Ach, da. Wo ist dieses Recycling-Station da? Ach so. Erstmal gucken, ob wir wieder krassen Scheiß haben. Was ist das denn? Panzerwenzgewehr. Schaden, Handhabung. Oh, das hat einen krassen Schaden, Bruder. Was kommt denn da für Muni ran? Oh, panzerbrechende Muni. Oder Vollmantelmuni. Mündungsaufsatzsichtmodule. Okay, ich kann nichts drauf tun, aber das würde ich mal gerne behalten. Ah, Kapis habe ich zweimal. Punktoptik, okay. Welche Muni geht da rein? Vollmantel, das ist die von dem. Wie ist bei der der Schaden? Ist auf 9 mm. Hä? Kapist hat 9 mm Muni? Über 12 Automatgewehr. Schaden. Automatgewehr hat wie viel Schaden? Die hat eine bessere. Okay, ich würde wahrscheinlich dann die Karpist statt dem Automatgewehr nehmen. Das bedeutet aber auch. Aber, ach nee, kann ich ja gar nicht, wenn ich das, dann, da ist ja viel zu wenig Muni dabei. Oh, es ist einfach knifflig, Klaus. Es ist einfach knifflig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach so, 9 mm habe ich aber auch. Vollmantelmuni, panzerbrechende Ist hier Muni. keine Crafting Station? Was? Crafting Station? Doch, klar. Nee, ach so, hier, ob hier eine ist, nein. Hier ist keine. Okay. Warte. LAP-22 Magazin. Ja, kann ich. Visiere nicht. Infrarotaufsatz, haben wir noch mehr Infrarot-Dinger, die ich verbauen kann? Ah, schwierig, schwierig. Warte mal, beim Automatgewehr vielleicht. Infrarot. Jawohl, ein zweites Infrarot, sehr gut.
So, Säckchen. Ja. Röntgensichtgerät, das ist ja krass. Ich glaube, da kommt immer mehr. Ja? Ich hab gehört. Okay. Bin viel zu schwer. Mich um den Roboter Schack herum. Um die Roboter? Ja, um den großen, der da noch. Kannst du gerne machen, wenn du noch Sachen hast dafür, um den zu töten? Ich habe 5 Munition mit dem Hund, den Begleiter. Warte mal. Wollte ich noch irgendwas machen? Ach genau, die Recycling-Materialien. Achso, und genau. Weißt du was, ich lass mal die Handfeuerwaffe jetzt da, weil ich benutze die nie. Die Pumpgun benutze ich auch nie, die lasse ich jetzt auch zu Hause. Mal gucken, ob ich dann ein bisschen weniger wiege. Ich habe jetzt sehr schwere Waffen und sehr krasse Muni mit. Okay, ich komme mal zu dir. Ich will was ausprobieren.
Meinst du, es bringt was? Okay, du siehst, es war auf jeden Fall genug, um ihn zu triggern. Ich hab ihn. Nice. Jetzt noch jede Menge auf uns zukommen. Mhm. Oh! Ne, Wasserwartung ist schon wieder. Aber ich hab wieder 8 erhofft, bis ich es mehr zu abgeschossen. Mhm. 15 B, 3, 7. Frag mir nicht, was die da alles wollen. Das sind alles so Minibosse, das ist keine Ahnung. Okay, willst du denn für heute Ende machen? Ja. Okay, ja gut, ich würde mal sagen, einfach hier? Oder? Ja, ich hab 48 Bilder, also ich brauch nichts dagegen. Ach so, wie war denn das? Ach so, das Ding speichert ja automatisch nur, wenn man zum Unterschlupf geht. Dann lass mal nochmal zu dem Unterschlupf laufen. Mit Rede. Das nächste Mal zerstört ist. Ich finde, wir haben gut aufgeräumt. Muss ich dir mal sagen. Ja, du musst halt die Kraut haben jetzt, oder? Ich tue hier noch ein bisschen Scheiß rein, ne? Genau, wie ich nicht, was ich brauche. Okay. Ja, ich würde sagen, ich bin fertig. Ja. Ja, ich, also, Dankeschön, dass ihr zuschaut, ja. Dankeschön für eure Zeit. Ich würde mal sagen, dann ist das jetzt das Ende der Folge. Ja. Und wir werden nächstes Mal frisch weiter erforschen, was es hier noch so zu sehen gibt. Aber weißt du, was ich das Gefühl habe? Die werden ja immer krasser, die Gegner, ne? Ja. Weißt du, wir haben ja jetzt schon so krasse Gewehre die ganze Zeit, ne? Granatwerfer und alles. Wie krass soll denn das noch werden? Hast du gesehen, dass wenn du mal hier drauf gehst, ne? Das ist mir vorhin aufgefallen, hier auf dieses komische FDML-Station. Siehst du, da oben steht Tick-Belohnungspaket und Hunter-Belohnungspaket? Das sieht aus wie Roboter. Ja. Kriegen wir noch mehr Roboter? Ich frag mich, wie artet denn das Spiel aus, ey? Du musst nur auf die Karte schauen. Wir haben ja hier diese. Einmal diesen. Ochsen B53, irgendwie das. Mhm. Das ist so ein. Das ist, glaube ich, Level 2. Mhm. Und da oben, weiter oben. Ulven, A4. Ja, S4. Mhm. Und Wolf auch. Ja, ja, du hast recht. Die werden richtig schwierig sein. Denke ich auch. Ja, gut. Auf jeden Fall, ich weiß, wir haben jetzt wenig Unterhaltsames gemacht. Wir haben uns die ganze Zeit aufs Kämpfen konzentriert. War auch wirklich busy. Ja, muss ich mal ehrlich sagen. Ich würde... Was hast du als nächstes vor? Willst du dann diese großen Gegner machen, oder was? Ich würde schauen, was mit dieser FNX-Basis da ist. Mhm. Mit der man die anlegen kann. Vielleicht ist es ja nur ein Bug und wenn wir es neu starten, dann wird es gehen nächstes Mal, hm? Naja. Ich kann schauen, nächstes Mal, dass wir da rangehen. Mhm. Falls es nicht funktioniert, dann machen wir halt einen Gegner, einen großen. Okay. Ja gut, dann Missionen.
Ist doch auf jeden Fall ein guter Plan. Ja, ich würde sagen, also ich bin zufrieden. Ich bin zwar 30.000 Mal gestorben, ich habe keine Medipacks mehr und fast, also ne? Du weißt. Aber ja. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Ich bin stolz auf uns. Ja, falls ihr Tipps und Tricks für uns habt, dann gerne damit in die Kommentare, ne, Klaus? Ja. Ich weiß, ich habe, also wir haben jetzt locker, wir haben locker Zeug für einen Monat, bevor wir zu dem Punkt kommen würden, wo, ja, Leute tatsächlich Ratschläge uns geben können. Weil ich habe einfach einen Monat Vorlauf jetzt durch das ganze Material, weißt du? Das heißt also, wir werden die Tipps sehr spät erst im Spiel bekommen, falls ihr welche denn schreibt. Falls ja, danke schon mal, wir freuen uns. Ja, und wenn ihr sonst noch Bock auf andere Spiele habt, ihr könnt uns auch andere Spielevorschläge machen und dann gucken wir mal, wir beiden, Klaus und ich, ne, ob wir das mal kaufen können hier. Und dann, wir haben ja auch ein paar noch so, wir haben ja auch zum Beispiel Phasmophobia oder so, ne, oder hast du das gehabt? Nee, ich kann es aber kaufen. Ach so, ja, aber wir hatten auch zum Beispiel Bock auf Age of Empires und so, ne? Oh ja. Sowas halt. Also, was ihr von uns sehen wollt, sagt einfach mal. Dann machen wir das mal demnächst. Aber ja, das wird hier auf jeden Fall vor sich hin dümpeln. Auch wenn ich irgendwann mal sage, ja gut, jetzt machen wir mal Pause mit Generation Zero. Das ist ja ein Spiel, das kann man immer mal wieder anmachen. Ne? Das ist jetzt nicht so, als wenn man was verpasst, wenn man eine Woche nicht spielt. Und ja, falls ihr dann halt auch andere Spiele zwischendurch sehen wollt, lieber als Generation Zero, dann machen wir das halt auch, ne? Ja. So, Klaus, hast du noch was zu sagen? Ja, ihr könnt alles Spiele, was euch einfällt, von, keine Ahnung, My Little Pony gibt es bestimmt Spiele. Das ja. Nur ein gewisses Spiel will ich nicht in den Kommentaren sehen. Welches? Ich werde jetzt den Namen nicht sagen. Oder soll ich den Namen sagen? Okay. Ja, du kannst dir das ungefähr vorstellen. Okay, ja, alles gut. Also, wir werden dieses Spiel auf jeden Fall nicht erwähnen. Jetzt werden die alle wild raten in den Kommentaren. Wir werden es ihnen nicht sagen. Ey, warum tanzen wir eigentlich die ganze Zeit hin und her wie so die Ottos? Ja, weil wir auch hier ständig hin und her bewegen. Es ist so cringe. Egal, ich höre jetzt auf, Alter. Ich krieg davon Effekte. So, wir gucken uns die schöne Landschaft hier an. Ja, und Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, macht's gut.